Bismillahirrahmanirrahim. خلق الله السماوات والأرض بالحق. إن في ذلك لآية للمؤمنين. Das ist der 44. Vers der Sura Ankabut. Allah hat die Himmel und die Erde in Wahrheit erschaffen, in Realität erschaffen. Darin ist wahrlich ein Zeichen für die Gläubigen. أتل ما أوحي إليك من كتابي وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Verlies, was dir vom Buch, also von Wahi, von der Offenbarung eingegeben wird, also lies den Koran und verrichte das Gebet. Gewiss, das Gebet, also Namaz, Salat, hält davon ab, das Schändliche und das Verwerfliche zu tun. Und das Gedenken Allahs ist wahrlich größer. وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. Und Allah weiß, was ihr macht. وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَسْنَعُونَ. Allah weiß, was ihr تَسْنَعُونَ, was ihr produziert. Warum produziert? Was ihr macht an Taten? In der Türkei sagen wir auch zu einer Fabrik Sana'i. Sana'i ist was, was etwas produziert. Das heißt hier, Wallahu a'lamum, Allah weiß, bilir, ma tesna'un, Sana'i, was ihr produziert. Was ihr produziert an schlechten und was ihr produziert an guten Taten. Ja? Was hier wichtig ist, das habe ich in den vielen Unterrichten damals auch schon gesagt, inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Das Gebet ist das, was vom Schlechten und von Schandtaten abführt. Wenn wir mit schlechten Taten aufhören wollen, dann müssen wir das Ventil am Gebet drehen. Das heißt, wir müssen die Qualität des Gebets vermehren. Deswegen sage ich seit Jahren, Tasawuf heißt nicht, die Gebete zu vermehren. Tasawuf heißt eigentlich, die Qualität des Gebets zu erhöhen. Es ist nicht eine Anzahl, was vermehrt wird im Tasawuf. Es ist eine Qualität, die erhöht wird. Und hier geht es darum, wenn wir von schlechten Taten wegkommen wollen, dann müssen wir die Qualität unseres Gebets verbessern. Nicht umgekehrt. Die heutige sogenannte islamische Gemeinschaft denkt genau das Gegenteil. Was sagen die? Achi, ich möchte anfangen mit Gebet, aber ich sündige noch so. Was machst du denn? Ja, ich trinke Alkohol, nehme Drogen oder rauche etc. Wenn ich mit all diesen Sachen aufhöre, dann fange ich erst an zu beten. Der Koran sagt genau das Gegenteil. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Das Gebet ist das, was diese Sachen aufheben wird. Also ihr müsst erst mit dem Gebet anfangen, ja? Und irgendwann wird das eine das andere herauskristallisieren. Und wenn ihr merkt, dass ihr immer noch Sachen habt, die im Islam nicht so platziert sind, wie es in der Scharia so ist, dann müsst ihr wissen, dass ihr das Gebet in der Qualität nicht richtig macht. Wenn ihr das Gebet richtig macht, oder wenn wir das Gebet richtig machen, verrichten, dann wird das letztendlich sich voreinander herauskristallisieren. Und das ist hier, wo es drauf ankommt.